ich einmal Muskeln aufstellen, damit die Leute ihren Scheiß nicht in die Gegend schmeißen. Morgen, Anton. Morgen, Johnny. Eine Stadt in NRW mit 4 Buchstaben. Johnny, du bist ja als Bademeister engagiert, um den Kreuzburg retten zu müssen. Ist doch nichts los. Nee? Was ist mit der Blonden da hinten? Die mit oben ohne. Wow! Muss ich ja wirklich, Anton? Johnny, wir sind ein familienfreundlicher Campingplatz. Ey, Sie, junge Frau! Bedecken Sie bitte augenblicklich Ihre Bubus! Den Waldorf-Kinderjacht merkt man aber immer noch an. Lass das Zeug doch liegen, wenn du wieder Rücken hast. Bist du Jeck? Was soll denn die Gäste denken? Welche Gäste? Hier ist doch kaum noch eine. Musst du das gerade jetzt erwähnen? Ich habe mich heute schon genug geärgert. Scheiß U-Bahn! Scheiß Bett! Das fällt jedes Mal runter, wenn die blöde U-Bahn hier vorbeikommt. Ach, reg dich nicht auf. Ich klopf's wieder hoch. Und in der Mittagspause zieh ich die Schraube noch mal fest. Ja, mach das. Da kann dir Gott weiß, was passiert. Stell dir mal vor, das Ding fällt einem auf den Kopf. Ist Rosi schon da? Oh ja, ja, die ist schon lange, schon ganz, ganz lange da. Ach, Rosi war mal pünktlich. Wenn ihr das jetzt noch mit den Frikadellen hinkriegt, streiche ich mir den Tag oder den Kalender an. Na, kochen kann einer will man wirklich besser. Aber die hast du ja vergrault. Ja, weil sie mir das Liebste genommen hat. Ich höre heute schon das zarte Stimmchen. Schwarz-braun ist die Haselnuss. Anton, Anton, guck mal! Die Blonde verlässt fluchtartig den Strand. Wundert dich das? Möchtest du dich in einem Erdbebengebiet sonnen? Diese blöde U-Bahn ruiniert uns noch. Ach, übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Da fragt man die Leute in der Severinstraße. Zum Glück ist der Ärger bald vorbei. Wenn die Versicherung endlich zahlt, kannst du den neuen Platz an der Ärger pachten. Wenn? Bei der Versicherung war ich gestern, aber diese blöde Frau Korinthenkacke macht immer noch Zicken. Korinthenkacke? Heißt sie wirklich so? Nee. Aber sie benimmt sich wie eine. Da hat man bei der Vorgängerin leichter. Aber die hatte jetzt leider die Rente durch. Und wir haben die Zicke am Hals. Aber der habe ich was erzählt. Diesem schlecht frisierten Kotzkümpchen. Schließlich ist der Pferde schon ein halbes Jahr tot. Und wir haben noch keinen Pfennig von der Lebensversicherung ausbezahlt. Dabei habe ich mir bei seiner Sterbeurkunde so viel Mühe gegeben. Das ist doch gut so. Denn wenn die Knacker merkt, dass die gefälscht ist, landen wir alle beide im Knast. Das merkt sie doch nie. Nur wenn dein Pferd hier plötzlich wieder auftaucht. Nee. Der ist nach Ägypten abgehauen. Was macht er da? Keine Ahnung. Vermutlich haben die da auch einen Zoo. Zoo? Ja, der hat doch hier in Köln im Zoo gearbeitet. Erst als Tierpfleger und dann als Eisbär. Haben Sie da keinen echten? Doch. Aber nach dem Unfall im Aquarium durfte er nur noch als Reklame-Eisbär hier rumlaufen. Was für ein Unfall? Der sollte das Becken sauber machen. Ist er reingefallen, ist er mit Trommelfell geplatzt und seitdem hört er schwer. Och, der Ärmste. Und wenn er doch hier plötzlich wieder auf der Matte steht? Nee. Der ist nach Ägypten abgehauen. Er hat mir doch diesen komischen Brief da gelassen. Sekunde mal. Oh. Ey, Sie, mit dem Gürtel! Auf unserem Platz herrscht Hunderverbot. Anton, Freund, was hab ich bloß dir angetan, ich dummer Klos? Lieg ich des Nachts in meinen Kissen, quält Todesschuld mich im Gewissen und deshalb schlaf ich so beschissen. Todesschuld? Du meine Güte, was hat dir denn angestellt? Keine Ahnung. Bestimmt irgendwas ganz Schlimmes, sonst wäre er doch nicht nach Ägypten abgehauen. Bei seiner Sonnenallergie. Dann ist er ja vielleicht ganz woanders. Nee, pass auf, geht ja weiter. Und könntest du mir je verzeihen und wolltest wieder bei mir sein, was mir besonders gut gefiel? Besuch mich doch im schönen Nil. Wieso denn im schönen Nil? Muss ich doch reimen. Huhu, Schnubbelchen. Rosi! Rosi! Du bist ja schon wieder zu spät. Ach,
Hat der Anton was gemerkt? Ja, bis jetzt noch nicht, aber ich kann doch nicht immer für dich lügen. Ach, Schnuppelchen, das kriegt der alte Knötterkopf doch sowieso nicht mit. Der lässt sich doch mit links um den Finger wickeln. Es hat sich ausgewickelt, Frau Schindler. Der von Ihnen auf meinem Campingplatz gepachtete Kiosk öffnet um 8. Nicht um 10 nach 8, nicht um 20 nach 8. Und nicht, wenn du endlich mal wieder Lust hast, hier vorbeizukommen. Ach, tut mir leid, Chefchen. Aber ich wollte, also ich musste... Ja, ist wieder die Zahnbürste im Klo gefallen. Nee, das war gestern. Heute... Hat die S-Bahn entlassen. Aber das ist doch Quatsch, Chef. Also, heute... Heute, mach was, Schnubbelchen. Heute. Anton Braut kriegst du mit 5 Buchstaben. Ich weiß. Maria Magdalena. Dann buchstabier das doch mal. M-A-R-I-A-M-A. Oh, Chef, ich kann nichts dafür. Ich leide an Lethargie. Das heißt Legasthenie, du dummes Ei. Och, genau wie der Ferdi. Hast du von dem noch mal was gehört? Ach, der hat sich bei mir nie wieder gemeldet. Manchmal meine ich, der wäre schon tot. Das wäre schön. Ich meine, es wäre schön, wenn heute mal wieder die Sonne scheint. Aber die scheint doch schon wie jetzt, Schnubbelchen. Anton, was ist jetzt mit Braut Christi mit 5 Buchstaben? Nonne, du Depp. Toll, Chefchen, was du alles weißt. Apropos Nonne, da ist in Sturm der Liebe eine Nonne aufgetaucht, die sich als türkische... Was in deiner blöden Fernsehserie passiert, interessiert mich nicht, raus mit der Sprache. Was war heute wieder los? Ja, also heute... Heute... ist mir ein Eisbär begegnet. Ein Eisbär. Eine dämlichere Ausrede ist doch nicht angefangen, ne? Anton, aber da war wirklich ein Eisbär. Ach, hör auf, Tolle, mit dem Rose geht, blühst du doch wie gedruckt. Aber ich hab den doch gerade mit meinen eigenen Augen... Auf meinem Campingplatz gibt es keinen Eisbär. Also raus mit der Sprache. Was war heute denn los? Warum kommst du immer zu spät? Ach, wen Hennes. Der büchst immer aus. Wie kann man auch so dämlich sein, einen Jaisbock in Pflege zu nehmen? Das sagt meine Mutter auch. Aber wo sollte der denn hin? Beim FC kann er ja schließlich nicht bleiben, nachdem er vom DFB Stadionverbot gekriegt hat. Was das denn? Weil er immer dem gegnerischen Trainer vor die Füße geschissen hat. Aber ohne neuen Herzschrittmacher macht er sowieso nicht mehr lang. Der Trainer. Quatsch, der Hennes. Aber eins sag ich dir, wenn die Jais stirbt, begrabe ich die an der Biegung des Flusses. Wo? Na da, wo der Rhein einen Knick macht. Von wem? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso denn nicht, Anton? Du hast deinen Heino doch auch hier auf dem Platz begraben. Das ist ja was anderes. Das ist mein Heino. Das ist ein ganz besonderer Heino, den hat Heino mir geschenkt. Wenn ich Heino sage, dann meine ich Heino, den König... Der Volksmusik! Ja. Den hat er mir geschenkt. Für meine Verdienste... Als Vorsitzender des Heino-Fanclubs Mittelrhein. Ich weiß, euch interessiert das nicht. Aber mir ist das sehr wichtig. Ich bin früher mal als Heino-Double aufgetreten. Sind sie dafür nicht ein bisschen zu umfangreich? Ja, ich gebe zu, das Bild war weg, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Leim gegangen, aber Heino hab ich sowieso vergessen.
Ich habe dem so oft geschrieben. Och, Chefchen. Der meldet sich bestimmt bald. Ich hab das in Iran. Das heißt Urin, du dummes Ding. Iran liegt im Mittleren Osten. Toll, Chefchen. Was du alles weißt. Ich kümmere mich schon mal um die Frikadellen. Ja. Tschüss, Chefchen. Tschüss, Schnubutschen. Tschüss! Ist sie nicht süß? Ferdi, nur mal eins in ihr fallen und mach dich an Rosi ran, sonst brichst du da vor lauter Verliebtheit doch irgendwann mal der Hals. Ach, Chef, sie nimmt mich doch gar nicht ernst. Sie steht auf Tätowierte mit Golfkitzen. Ja, da musst du ja auch ein bisschen männlicher geben. Ach, wozu denn? Wenn sie was von meiner kriminellen Vergangenheit erfährt, wird sie sowieso von mir nichts mehr wissen wollen. Du mach doch wegen der Verfälschung und die Zone gedöns. Hast du doch seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Außer fertig Sterbeurkunde. Nee. Das war eine wirtschaftliche Notlage. Außerdem gehst du doch regelmäßig zu deiner Resozialisierungsgruppe da. Das muss ich, sonst kriege ich vom Verein doch keinen Zuschuss mehr. Ja, dann geh brav weiter dahin, denn solange die Versicherung nicht bezahlt, können wir jeden Cent brauchen. Oh, der arme Spatz lag tot am Kiosk. Dem muss was zugestoßen sein. Ja, der hat von deinen Frikadellen probiert. Aber das ist kein Spatz. Der Vogel heißt wie du. Rosi? Schindler. Das ist ein gelbschnabeliger Schindler. Toll, Chefchen, was du alles weißt. Naja, auf dem Gebiet habe ich wirklich was los. Wilma hat gesagt, an mir werden Ornithologe verloren hier. Ein Ornithologe. Ich weiß, der ist gut zu Vögeln. Schmeißen hier mit totem Vögel. Ist das nicht komisch, Rosi? Eben war das Vögelchen noch quick lebendig. Kaum sieht es meine Frau, fährt tot von mir. Hör nicht auf den Wilma. Der arme Vogel war schon vorher tot. Verschwinde zu deinem Kiosk. Raus jetzt. Was willst du hier? Bisschen schön dick geworden, seit ich weg bin. Bin ich dick? Ich brauche Raum für meine inneren Werte. Raus jetzt! Ich bin ja schon weg, alter Knötterbär. Freches Ass. Was willst du hier? Anton, ich bin in Teufelsküche. Da bin ich, seit ich dich geheiratet. Anton, das ist wirklich was Furchtbares passiert. Was denn? Ach, da kann ich nicht laut sein, ich genier mich. Von mir? Nee. Von den Leuten. Ich lache mich kaputt, die hätte gar keine Laken in der Boot. War's immer schon ein bisschen knüsselig. Ich knüsselig? Bei mir kannst du vom Fußboden essen. So wie du kochst, will das aber keiner. Du wusstest, meine Kochkünste doch überhaupt nicht zu würdigen, du alter Mümmelsfresser. Oh. Eine tiefgekühlte Pizza warm machen, nennst du Kochkunst. Tiefkühlpizza? In meinem ganzen Leben hab ich dir noch keine Tiefkühlpizza vorgesetzt, so Sack gesehen. Apfelfund! Römische Meeresgurt mit 6 Buchstaben! Jetzt nicht, Johnny! Bewahmer. Apfelfund. Stimmt ab. Apfelfund, das nimmst du sofort zurück, sonst. Oh, Anton! Anton, den Erdbeben! Die 26 nach Syrt. Was? Du meinst, seit der U-Bahn hier unten drunter durchfährt, wackelt der ganze Platz? Ja. Das ist mir ja nicht aufgefallen. Da kannst du mal sehen, wie lang das her ist, seit du abgehauen bist. Ich bin nicht abgehauen, du hast mich rausgeschmissen. Was sagt denn die Stadt Köln dazu? Ich habe die über das Scheitern unserer Ehe noch nicht informiert. Du doll, ich meine doch die U-Bahn. Stadt seid ihr wackelt nichts. Nee, ist klar. Und das Stadtarchiv ist auch nicht eingestürzt. Aber die Wackelei, die hält doch kein Mensch auf. Ja, wem sagst du das?
Wir laufen die ganzen Dauercamper weg. Ja, da muss sich Bartmann am neuen Platz umsehen. Hab ich schon. Die Waldfreunde Waldscheid, die kann man in 3 Monaten pachten. Was? Du meinst, der schöne Platz an der Agger mit dem netten Restaurant? Da machen wir jetzt meine Joltube draus. Du kochst, ich mache Management. Ich denke, ich kann nicht kochen. Habe ich dann nur gesagt, um dich zu ärgern. Ach, wie schön. Dann vertrag dich wieder. Vertrag? Ich mich vertrag mit dieser Frau, die meinen Eindruck auf mir wissen hat? Zum 100. Mal. Ich konnte ja nicht ahnen, dass der dämische Papagei meine ganzen Bonbons ist. Da. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Dämlicher Papagei, du konntest den Heiner nämlich nie leiden. Ach, das stimmt doch ja nicht. Ich konnte nicht leiden, dass du den immer aus dem Käfig rausgelassen hast. Wer musst du denn der ganze Dreck wegmachen? Ich. Zum Dreck wegmachen sind Frauen doch da. Nee, ist klar. Mann, du Neandertaler. Hör doch damit auf! Denk doch an den schönen Platz an der Ager. Den kann sich der Tünne sowieso nicht leisten. Doch, wenn Sie das Geld endlich auszahlen, dann... Was denn für Geld? Das Geld von dem Lotto gewinnen. Was? Du hast im Lotto gewonnen? Ja, noch nicht, aber... Man kann ja nie wissen, ne? Träum weiter, du Jeckenpitter. Ey, wo willst du hin? Ja, doofe Frage in der Wohnung. Nein, das ist meine Wohnung, da hast du ja nichts zu suchen. Mein lieber Freund. Das ist immer noch unsere Wohnung. Und da bleibe ich so lange, bis der Kammerjäger mein Apartment ausgeräuchert hat. Ja, dann wasch dir aber vorher, sonst habe ich Ungeziefer. Besser als Stinkefüße, du fieser Frikadellentänzer. Wie haben wir es nur all die Jahre mit diesen Knaggedons ausgehalten? Ach, Anton, tu doch nicht so. Du liebst sie ja immer noch. Das will sie aber. Och, das darf ja wohl nicht wahr sein. Du benutzt mich als Zielscheibe. Ja, dann treffe ich besser. Guck doch mal das schöne Foto auf meine Nase. Ist schon ganz durchlöchert. Deine Nase war noch nie schön. Poh, von wehe. Ferdi hat mal gesagt, ich hab die schönste Nase von Jans Köln. Ach, Anton, was macht der Ferdi eigentlich? Welcher Ferdi? Ferdi, dein bester Freund, der nach Ägypten abgehauen ist. Ach so, der, keine Ahnung. Der hat in der Pyramiden ertrunken oder vom Nil gestürzt. Je besser in den Schatten, ihr bekommt die Hitze nicht. Oh, Johnny, die Frau hat gemerkt, dass wir die Versicherung bescheißen wollen. Ach Quatsch, Anton, sie hat sich doch bloß nach Pferde erkundigt. Johnny, bei der Frau muss man vorsichtig sein. Die hört die Flöhe husten. Die sieht die Zugvögel schon, wenn sie in Afrika noch gar nicht losgeflogen sind. Chef! Was denn? Die Post ist da. Die Post, was ist das jetzt mit der Post, Mann? Doch nur, da. Rechnung, Reklame. Rechnung. Ein Postkarte. Wer schreibt mir denn ein Postkarte? Sag bloß, die ist von Ferdi. Quatsch, die ist von Heino. Woher willst du das denn? Frau Schindler, so jetzt nicht. Och, tut mir leid, Schäfchen. Aber der Heino hat so lange nichts von sich hören lassen. Und da hab ich... Da hab ich die Postkarte gelesen. Ich neugieriges Ding. Genau, da hab ich die Postkarte... gelesen. Ich neugieriges Ding. Lieber Anton, vielen Dank für deinen lieben Brief. Wenn ich in Köln bin, komme ich gerne bei dir vorbei. Viele Grüße aus der Eifel. Sonnige Eifel. Ich hab Sonnige Eifel geschrieben. Gelesen. Viele Grüße aus der sonnigen Eifel, dein Heino. Eifel mit V. Ist das denn falsch? Ja, das schreibe Brief, du dummes Ding. Vielleicht leidet der auch unter Lerestini. Genau, auch die Promis haben ihr Kreuz zu tragen. Der Dieter Bohlen zum Beispiel, der wird zurzeit von der Irren verfolgt. Die will ihn umbringen. Nee, die will ein Kind von dem. Anton, hör doch mal!
Hörst du? Nee, ich höre nichts. Die sagen, der Reimer ist in Köln. Was? Warte, der gibt eine Autogrammstunde in den Köln-Arkaden. Heino, Heino ist in Köln. Kinder, wisst ihr, was das bedeutet? Der kommt mich heute noch besuchen. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Vielleicht kommt ihm ja was dazwischen. Quatsch, was soll ihm dazwischen kommen? Los, verschwind zu deinem Kiosk. Gib dir ein bisschen Mühe mit deinen blöden Frikadellen. Wenn Sie meinen, ich habe aber kein gutes Gefühl dabei. Habe ich bei deinen Frikadellen nie. 3,40, 3,50, hast du noch was? Kein Cent. Wäre nett, wenn ich von dir mal wieder ein Gehalt bekäme. Kannst du mir mal sagen, wovon? Ich kriege ja mit Mühe Geld für die Pacht zusammen. Sieh du mal lieber zu, dass dein Sozialverein ein bisschen mehr Geld rausrückt. Ach, unmöglich, Anton. Die neue Beiratsvorsitzende hat mir geschrieben, dass sie demnächst meine bedürftige Familie kennenlernen will. Eine bedürftige Familie? Ja. Und wenn sie merkt, dass ich ja gar keine... Da habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss zum Sparkauf Würstchen holen. Ich kann dem Heino den Rosis Frikadellen anbieten. Stimmt. Und denk du an die Aufblasdinger. Ja, ja, mach ich. Ey, Sie, mit der gelben Sonnenbrille! Ziehen Sie dem Kind bitte die Schwimmflügel an, bevor Sie ins Wasser gehen! Du passt aber gut auf, Johnny! Na, eine muss ja aufpassen, sonst passiert nachher noch ein Unglück. Apropos Unglück, meinst du, der Anton wäre sehr traurig, wenn der Heino nicht käme? Da machst du Witze, der wäre fix und fertig! Schade. Dann ist das also kein guter Tag, um ihn zu fragen, ob ich Hennes mit auf den Platz bringen kann. Da bist du verrückt. Anton duldet auf dem Platz doch keine Tiere. Ich sag mal, was ist denn mit dem Eisbär passiert? Ach, da bin ich eben je hingelaufen und dabei ist der Arm abgebrochen. Naja, das repariere ich in der Mittagspause. Supi, Schnubbelchen. Und was mache ich mit Hennes? Den lässt du am besten zu Hause bei deiner Mutti. Ach, meine Mutti hat es nicht mit Tieren. Wie? Ich dachte, sie hat mal im Zoo gearbeitet. Ja, aber dann ist der blöde Unfall passiert. Was für ein Unfall? Die hat im Affenhaus einfach das Radio ausgemacht, gerade als Daddys Lieblingsmusik lief. Und dann ist der auf die losgegangen. Dein eigener Vater? Quatsch. Daddy ist ein Schimpanse. Ach so, ein kleines, süßes Äffchen. Na, von weh ein süßes, kleines Äffchen? Seitdem hat meine Mutti ein Glasauge und leidet unter Aggressionsanfällen. Deshalb hat mein Papi sie auch verlassen. Oh, das ist aber schäbig. Na, von wehen? Der musste das tun. Die hat den doch die ganze Zeit verhauen. 3 Monate später hat sie so ja versucht, Monika zu erwürgen. Deine Schwester? Ach, eine Giraffe. Und dann war sie für ein paar Jährchen in Meerheim. Die Giraffe? Och, meine Mutti schnuppelt schon. Oh, die arme Mutti. Ja, die hat sich zum Glück wieder gut erholt. Aber der arme Schimpanse leidet seit der Schlägerei unter schweren Gedächtnisstörungen. Manchmal weiß der arme Kerl nicht mal mehr, wie der eine Banane essen soll. Ja, bei deiner Mutti würde ich den Hennis aber auch nicht lassen. Ja, na eben. Sag mal, könntest du nicht mit Anton reden, so von Mann zu Mann? Ach, vergiss es. Auf mich hört er bestimmt nicht. Na, kein Wunder. Du musst dich mal ein bisschen männlicher geben. Ach, Rosi, jetzt fängst du auch noch damit an. Ich kann sowas nicht. Komm, wir üben das jetzt mal. Stell dir vor, ich wär Anton. Hm? Mein lieber Anton, wärst du liebenswürdigerweise vielleicht eventuell bereit zu gestatten, dass Rosi ihren geliebten Geißbock vorübergehend ausnahmsweise mit auf den Platz bringt. Nee, Schnuckelchen, so geht das aber nicht. Komm, ich zeig dir das mal. Krasse Scheiße, Alter! Wenn ich dich sagen tu, dass die Tussen den verkackten Bock
mit auf den Platz bringen tut. Ist das korrekt? Und wenn ich, gebe ich dir was auf die Fresse. Ich schwöre. Da ist er wieder, der Eisbär. Na, den repariere ich gleich. Aber guck mal, entweder kommt Nebel auf oder dein Kiosk brennt. Um Himmels Willen, meine Frikadellen. Scheiße, Alter! Wenn ich dich sagen tu, dass die Dussen den verkackten Bock auf den Platz bringen tut, ist das korrekt? Und wenn nicht, gebe ich dir mal was ins Fressen. Mit wem reden Sie denn da? Das kann ich gar nicht sagen. Was sind Sie denn so unfreundlich, Herr Weißweiler? Wie? Kennen die uns? Na, noch nicht. Aber bald. Ich komme vom FKK. Dann sind Sie hier falsch. Bei uns darf man sich nicht nackig machen. Ich komme vom Förderverein Kölner Kleinkrimineller. Dann sind Sie... die neue Beiratsvorsitzende, Corinna Knacker. Freut mich, Frau Knacker. Und was wollen Sie hier? Ja, was soll ich bei der Hitze hier schon wollen? Ein bisschen schwimmen, ein bisschen schnorcheln. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wollen meine bedürftige Familie kennenlernen. Ja, das will ich ja auch. Ha? Und hinterher gehe ich baden. Ich fürchte, das tue ich vorher schon. Wo sind denn Ihre Lieben? Wir? Na, dieses Fräulein Schindler, Ihre Verlobte. In welchem Monat ist die denn jetzt wohl? Die ist im Juni. Ach, wie schön, dann wird der Kleine ja ein Zwilling. Wie soll er denn heißen? Hm? Ihr Söhnchen. In Ihrer Akte steht doch, es wird ein Söhnchen. Ach so, das Söhnchen. Das Söhnchen. Hennes. Hennes Weißweiler, hübscher Name. Da werden Ihre Schwiegereltern sicher schon ganz aus dem Häuschen sein. Nur schade, dass Sie so krank sind. Oh ja, das ist sehr, sehr schade. Unter welcher Krankheit leiden die beiden denn eigentlich? Also, krank sind sie nicht direkt. Na, irgendwas muss ihnen ja fehlen. Richtig! Der armen Wilma fehlt ein Auge. Die Ärmste? Hatte sie einen Unfall? Es war mir eine Schlägerei. Sie hat sich geprügelt? Mhm. Mit wem denn? Na, mit Diggi. Mit ihrem eigenen Mann? Genau. Und seitdem hat sie ein Glasauge. Die hat ein Auge aus Glas? Na klar. Sie muss doch da durchgucken können. Und der Affe? Der Affe? Nein. Der Anton. Der Anton leidet an schweren Gedächtnisstörungen. Er vergisst alles. Alles? Ist das denn nicht ein wenig übertrieben? Von wegen. Manchmal weiß er nicht mal mehr, wie man eine Banane isst. Oh, jetzt hilf mir doch mal. Mensch, ich hab doch Rücken. Ich Sparkauf anschreiben lassen. Die Bananen haben sie mir geschenkt. Anton, egal. Ich habe Besuch. Du hast Besuch. Das freut mich, dass du Besuch hast, meine. Ist das heiß heute? Freut mich. Ich bin guten Tag. Ja, darf doch wohl nicht wahr sein, das ist ja... Das schlecht frisierte Kotzkümpfchen. Kotzkümpfchen! Und ist Frau Knacker von der Lavernerversicherung. Ach Quatsch, Anton, das ist Frau Knacker von FKK. Sowohl als auch, meine Herren. Ehrenamtlich arbeite ich für den Förderverein und hauptberuflich für die Lavernerversicherung. Nee, ne? Ja, und na,
Was wollen Sie hier? Ich möchte seine Familie kennenlernen. Ja, aber er hat doch ja... Ja, keine Ahnung, wo Sie sich alle wieder rumtreiben. Vielleicht können Sie ja später noch mal wiederkommen. Aber Ihr Schwiegervater steht doch da. Wo? Oh Gott, jetzt hat er das auch vergessen. Wer? Na, Ihr Schwiegervater. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen abkühlen. Genau. Lieber Schwiegervater, spring mal ein bisschen ins Wasser. Ich springe ein bisschen in den Wohnwagen und bringe ein bisschen die Würste in den Kühlschrank. Du das, lieber Schwiegervater. Was willst du mit den ganzen Bananen? Was macht man mit einer Banane? Schlimm, 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 schlimm. Oh, Herr Roggendorf, darf ich Ihnen helfen? Tja, was macht man mit einer Musa Paradisiaca Sapientum? Zuerst schält man diese köstliche Frucht. Und dann? Na, klingelt's? Dann steckt man sie sich in den Mund. Na, klingelt jetzt was bei Ihnen? Sämtliche Alarmglocken. Ich rufe jetzt mal lieber in Meerheim an. Meerheim? Was will er denn in Meerheim anrufen? Na, wegen der Wilma. Sie ist zurzeit wieder so aggressiv. Ach, schlimm, 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 schlimm. Also Ihrer Familie steht die Bedürftigkeit ja förmlich ins Gesicht geschrieben. Aber etwas ist merkwürdig. Wieso heißt denn Ihre Verlobte Schindler, wenn Ihr Vater Roggendorf heißt? Ach, Schindler heißt sie mütterlicherseits. Und zum Strand geht's da hinten. Aber erst möchte ich noch mit Ihrer Schwiegermutter sprechen. Und mit Ihrer lieben Verlobten natürlich auch. Na, das habe ich befürchtet. Wie bitte? Ich fürchte, meine Schwiegermutter kann sie jetzt nicht sprechen. Sie ist, wie gesagt, viel zu aggressiv im Moment. Sie sind ja immer noch da. Ja, und ich bleibe auch noch ein Weilchen. Ja, das habe ich befürchtet. Was macht denn der blöde Eisbär hier? Dem ist der Arm abgebrochen. Ja, dann machen wir da dran. Erst sollte er sich mal um seine Schwiegermutter kümmern. Um wen? Um Wilma, deine Frau, meine Schwiegermutter. Wilma ist deine Schwiegermutter. Genau. Dämmert's Ihnen, Herr Roggendorf? Sie sind doch die Eltern seiner lieben Verlobten. Ach, verlobt bist du auch. Aber ja, Herr Roggendorf, mit Rosi, ihrer Tochter. Rosi ist meine Tochter. Habe ich noch andere Kinder? Nein, nein. Aber bald hüpft hier der kleine Hennes rum. Nein, 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 nein. Der blöde Geißbock, der kommt mit dir auf den Platz. Der blöde Geißbock? Nein! Nicht der blöde Geißbock. Der öde Greis, der geht am Stock. Ja? Der gute alte Hennes. Rosis Onkel. Ihr Schwager. Ich verstehe. Ich nicht. Was macht denn Ihr Schwager hier? Ich habe keinen Schwager. Mehr. Er meint, er hat bald keinen Schwager mehr. Ist der denn etwa auch krank? Ja! Ja! Sehr, sehr krank. Der braucht dringend einen neuen Herzschrittmacher. Und deshalb brauche ich auch dringend mehr Geld. Ja, aber da lässt sich doch drüber reden. Also ich schaue mir jetzt erstmal diesen Onkel Hennes an. Das geht aber nicht. Um diese Zeit macht er mit Rosi ihm einen Strandspaziergang. Oh, das ist doch kein Problem. Dann mache ich auch einen. Na, endlich. Zum Strand geht's da rechts. Frau Knacker, das andere rechts. Ach so. Und wenn ich wiederkomme, stellen Sie mich dem Rest Ihrer Familie vor. Das tue ich doch gern. Anton, was mache ich denn?
denn jetzt? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mehr, was die Knacker hier will. Was sie will? Sie will meine Familie kennenlernen. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hast keine Familie. Aber ich habe eine erfunden, damit ich mehr Geld vom Verein kriege. Ach so, deshalb denkt die Knacker, ich wäre dein Schwiegervater. Genau. Du bist übrigens nicht ganz dicht im Kopf. Was ist los? Nein, Anton, nein. Du als mein Schwiegervater. Ach so. Mhm. Da leidest du unter großen Erinnerungslücken. Ja, da kriege ich ja zur Not noch hin. Aber was ist mit dem Rest deiner Familie? Wenn die Knacker merkt, dass da was nicht stimmt, dann wird die misstrauisch. Und wenn sie misstrauisch wird, dann glaubt sie uns die vierte Geschichte auch nicht. Schlimm. Ich habe, du musst Rosi bitten, dass sie deine Verlobte spielt. Super Idee! Und du sprichst mit deiner Frau, damit sie meine Schwiegermutter spielt. Nee, dann hat sie mich in der Hand. Aber Anton! Wenn der Tag auf Acht kommt, spiel ich die Schwiegermutter selber. Musst du jetzt in jedem Stück in Frauenklamotten rumlaufen? Ja, hast du recht, ist auch blöd. Ich weiß es. Ich frage die Kassiererin aus dem Sparkauf. Rede du mit Rosi. Wie soll ich das Rosi denn bloß erklären? Was willst du Rosi erklären? Nichts, nur das Wetter. Das Wetter? Oh, Liebchen. Da bleibt wie es ist. Alte Bauernhöfe. Haben wir einen schönen Mai, bleibt im Juni auch dabei. Treibt der Frosch im Gras voll Wonne und im Kloster gar die Nonne. Die Nonne! Das ist es! Danke, Mima! Mein Gott, der ist schon genauso bekloppt wie der Anton. Oh! Mima, ich bin's doch nur. Ferdi, ja, wo küsst du denn her, statt du wirst in Ägypten? Was? In Ägypten? Mima, du nuschel doch nicht so, ich verstehe kein Wort. Ach, Ferdi. Ich dachte, du wärst in Ägypten. In Ägypten? Was soll ich denn da? Ich weiß ja nicht mal, wie das geschrieben wird. Ja, aber du hast doch dem Anton das Gedicht hinterlassen. Und da stand drin, besuch mich mal im schönen Nil. Ja. Hat Anton aber nie gemacht. Ja, da wäre aber ein bisschen weit weg, oder? Weit weg ist gut. Bis zur Mörkelicher Straße brauchst du mit dem Auto mal gerade 20 Minuten. Mörkelicher Straße? Ferdi sagt bloß, du wärst nach Nil gezogen. Ja, wohin denn sonst? Ja, dann buchstabier das mal. Nehmen wir das doch ganz einfach. N-I-L. So, Ferdi. Nil schreibst du N-I-E-H-L. Nee, Wilma. Ich bin nicht kriminell. Das mit Heino, das war bloß ein Versehen. Was war ein Versehen? Na, Gott sei Dank. Wenigstens kannst du mich verstehen. Nee, ich verstehe kein Wort. Du sagst es. Und deswegen muss ich fort. Ach, Ferdi, du machst mich ganz verrückt. Find! Da lag er. Völlig entrückt. Mausetot und für immer stumm. Sag mal. Wer lacht da mausetot und stumm? Der Anton Papagei, der ist doch mal im Fußbad ertrunken. Ach, Ferdi, das ist Quatsch. Im Fußbad will man nicht im Matsch. Aber ich mach das alles wieder gut. Wir haben nämlich im Lotto gewonnen, der Anton und ich. Vier Richtige. Ja, der Anton mir ja nicht erzählt. Das hat er bestimmt vergessen. Der Schein, der läuft nämlich schon seit Jahren. Und wenn ich den wiedergefunden habe, dann kaufe ich Anton einen neuen Papagei. Gefunden? Hast du ihn etwa verloren? Was? Obst du den verloren hast? Nee, ich weiß bloß nicht, wo Anton ihn hingetan hat. Ja, da fragen doch. Aber erst muss ich doch den Schein finden. Vorher kann ich doch Anton nicht unter die Augen treten. Ach, da läufst du deshalb hier als Eisbär rum. Johnny, jetzt hilf mir doch mal, Mensch! Der Anton! Was? Der Anton! Ach, die Scheiße, der darf mich hier nicht sehen. Nee, versteck dich! Hm.
nicht in Antons Wohnwagen. Johnny, wo bist du denn? Mensch, die blöde Kassiererin will nicht. Oh, hast du dich abblitzen lassen? Das tut mir aber leid. Nee, die sollte. Der blöde Eisbär steht ja immer noch da. Herr Jan! Was? Du bist krank? Ja. Ja, ich bin krank. Krank vor Sehnsucht nach dir. Oh, ey, Mord, du willst du von mir. Kannst du dir das nicht denken, mein Rücken schimpft? Ich hätte schwören können, ich hab den blöden Eisbär weggestellt. Herr, jetzt geh doch schon! Was sagst du? Steh da schon. Finger von den Bildern! Wie jetzt? Ja, jetzt bin ich nicht mehr in Stimmung. Ja, und ich? Schlag mit dem Schluffen drauf. Ja, bei Wasser und Brot. Brot hab ich im Auto, Limo auch. Johnny, fass mal mit an. Ach, jetzt nicht, Chefchen. Der Johnny wollte mir gerade seine Mutti vorstellen. Deine Mutti? Ja, meine Mutti, die Nonne. Deine Mutter ist eine Nonne? Ja, die aus dem Kloster abgehauen ist, um ihren einzigen Sohn einmal in die Arme zu schließen. Genau wie bei Sturm der Liebe. Und damit die arme Frau in Frieden von uns gehen kann. Du Rosi, so, als wäre sie meine Verlobte. Oh, das ist aber nett von Rosi. Ich hoffe nur, Johnnys Mutter kommt bald, denn ich hab da so ein Rumoren da unten. Das kommt von meiner Kohlsuppendiät. Ah, dann werden hier gleich starke Winde wehen. Och. Wenn das so ist, muss ich dich schlimmer warnen. Nee, brauchst du nicht. Bis zum Strand riechen wir das nicht. Ich glaube, da kommen sie schon. Die Knacker? Ja. Pass auf, dass Rosi keinen Scheiß erzählt. Frau Knacker! Wieso sagst du denn Frau Knacker zu deiner Mutti? Sie will doch nicht erkannt werden. Liebe Frau Knacker, darf ich vorstellen, das ist... Liebe Rosi! Ehrwürdige Frau Knacker, ich bin hochberührt, Sie endlich kennenzulernen. Ihre Verlobte ist ja ein bisschen oldschool. Ein Stuhl, hier, bitteschön. Wenn Sie sich setzen wollen. Ich danke Ihnen. Wieso sitzen Sie denn denn? Das ist doch Ihr Sohn. So ein großes Schiff da hinten. Guck doch mal, Rosi. Ein Schiff sehe ich nicht. Bloß ein Paddelbötchen, was da gerade umgekippt ist. Was? Umgekippt? Herrschaften! Festhalten! Ich komme! Einen verantwortungsvollen Beruf hat Ihr Verlobter. Es macht Ihnen doch sicher nichts, wenn ich mir ein paar Notizen mache. Ihr Verlobter hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Und von den schrecklichen Ereignissen in Ihrer Familie. Schrecklich, wenn der eigene Vater auf die Mutter losgeht. Ach, mein Papi kann nichts dafür. Meine Mutti hat ihn doch die ganze Zeit verhauen.
Drei Monate später hat sie so ja versucht, Monika zu erwürgen. Wie schrecklich! Ein Mordversuch! Guten Tag! Da! Ein Eisbär! Keine Panik, ehrwürdige Mutter. Das liegt an der Hitze. Auf unserem Campingplatz, da gibt es keine Eisbären, sagt der Arthur. Ist Ihnen nicht gut? Doch. Wie soll ich Ihnen das bloß erklären? Ich... Sie müssen mir gar nichts erklären. Ich weiß doch Bescheid. Der Kleine da drin macht sich bemerkbar. Bemerkbar macht er sich. Aber klein ist er bestimmt nicht. Und ich fürchte, der will gleich raus. Jetzt schon? Soll ich einen Arzt holen? Noch nicht. Noch kriege ich ihn lebendig. Wie soll er denn heißen? Wer? Na, er da drin. Ihr Verlobter ist ja für Hennes. Johnny meint, ich soll den Hennes nennen. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt, dann sollten Sie sich unbedingt selbst einen Namen aussuchen. Gibt man denen den Namen? Aber natürlich, Rosi. Jeder hat doch einen Namen. Ja, wenn das so ist, vielleicht Fürzchen? Fürzchen? Aber Rosi, das geht doch nicht. Was geht nicht? Dass Rosi ihr Enkelkind Fürzchen nennt. Sein Enkelkind. Rosi, verschwinde das Kundschaft in deinem Kiosk. Wieso schnaubst du die Rosi so an? Aus jetzt. Aber Herr Roggendorf, ganz ruhig. Ganz ruhig, Herr Roggendorf. Das Gedudel geht mir schwer auf den Nerven. Ja, aber ganz im Gegenteil. Mein Therapeut hätte mir das empfohlen. Wenn's stressig wird, greife ich zur Knarre. Sie haben eine Waffe? Aber doch keine Waffe. Hier, meine Mutter Monika, die ist von der Firma Knarre und Söhne. Aber wie schön für Sie. Da machen Sie jetzt sicher ein Ründchen schwimmen. Erst müssen wir noch mal das Fürzchen sprechen. Das Fürzchen? Ja, die Rosi, die will ihr Söhnchen. Das ist ein kleines Kerl. Aber geh doch her! Harry! Verdammt heiß heute. Aber Herr Rockendorf, Sie sind ja ganz blass. Ja, das muss an der Hitze liegen. Ja, da haben Sie, glaube ich, recht, denn mir ist auch schon ganz komisch. Da wollen Sie jetzt nicht ein Röhrchen schwimmen. Johnny, zeig Frau Knacker mal, wo der rein ist. Sehr gern. Hallo! Wer ruft denn da? Hier ruft einer? Ja, natürlich, der Mann da. Ach so, der Mann da. Der Mann da, der Mann da. Das ist der Mann von Tante Wanda. Der Mann von Tante Wanda. Also, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu blöd. Ja, Sie haben recht. Nein, das ist nicht blöde. Das ist öde. Das ist der öde Kreis. Ach, Onkel Hennes! Ja. Dann lassen Sie den doch... Hallo! Nun machen Sie schon die Tür auf. Denken Sie an seinen Herzschrittmacher. Das tue ich die ganze Zeit. Der Herzschrittmacher, der ist... Solarbetrieben! Was ist der? Solarbetrieben! Genau, der ist solarbetrieben und... Wenn der Onkel zu viel in der Sonne ist, dann läuft der Herzschrittmacher heiß. Ach, deshalb braucht er einen neuen. Genau, deshalb braucht er einen neuen. Genau, deshalb braucht er einen neuen. Tja, dann bleiben Sie doch besser da drin.
Die Sonne bringt Sie doch nur in Bedrängnis, Herr Schindler. Keine Sorge, meine Herren, für seinen neuen Herzschrittmacher werde ich mich persönlich einsetzen. Wunderbar, können Sie jetzt ja sicher gehen. Bin ich schon unterwegs? Gott sei Dank, die sind wir los. Ja. Schade, dass Sie nicht noch ein bisschen bleiben können. Ich komme gleich wieder, ich ziehe mich nur schnell um. Oh nee, jetzt haben wir die immer noch am Hals. Komm raus, du Knallkopf. Oh, mein Gott, was ist mir heiß. Ja, was läufst du hier auch als Eisbär rum? Anton, das ist eine längere Geschichte. Nee, da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber Anton! Hey, nix aber! Sie müssen hier verschwinden. Also der abgebrochene Meter, der nuschelt aber ganz schön. Das ist kein abgebrochener Meter, das ist Johnny, mein Bademeister. Dein Wadenbeißer? Mein Bademeister, und du musst jetzt hier verschwinden. Verschwinden? Warum das denn? Mein Gott, wie soll ich dir das erklären? Ach, Anton, sag ihm die Wahrheit. Alles andere nutzt sowieso nichts mehr. Wahrscheinlich hast du recht. Also, pass auf. Die Frau, die hier rumläuft, ist von der Laverna-Versicherung. Oh Gott, ich hab's gewusst. Sie ist hinter mir her. Die ist hinter dir her. Ich hab da vergessen, mein Auto abzumelden und hab die Versicherung nicht weiter bezahlt. Ach, nicht schlimm. Sie denkt doch, Sie sind tot. Was? Die denkt, du bist in Not. Das bin ich ja auch. Ja. Und die hat gerufen, ich bring sie ins Gefängnis, die Schwindler. Nee, hat sie nicht. Sie... Doch, sie hat gerufen, ich bringe sie ins Gefängnis, die Schwindler. Dann sollte ich aber ganz schnell verschwinden. Da bist du jetzt ganz allein draufgekommen. Gut, ne? Dann bin ich mal durch die Tür. Ja. Und wenn ich dieser Frau begegne? Dann sagen Sie einfach, Sie sind Onkel Hennes. Vielen Dank. Ich spiele kein Tennis. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieso taucht ihr denn ausgerechnet heute hier auf? Was regst du dich denn auf? Er ist doch wieder weg. Jetzt müssen wir bloß noch die Knacker und Wilma entsäuen, denn bis Heino kommt, müssen die verschwunden sein. Der Heino kommt? Also deshalb wolltest du mich loswerden? Ja, der will mit dir nichts zu tun haben. Ach, von wehen. Wer hat denn nicht lange über der Fanpost gesessen, während du als Mobbeliers Heino-Double durch die Jähen schabellst? Ich gebe dir gleich Mobbeliers Heino. Komm mir nicht raus. Was denn? Aber Hansen? Nicht doch liebe Wilma. Ein Glas reicht ja wohl. Ein Glas Auge, sag mal, wer ist denn die badende Venus? Da sieht dich ja nichts an, macht das Land gewinnt. Ja, so siehst du aus. Ich bleibe hier sitzen, bis das der Heino kommt. Der Heino? Welcher Heino? Ja, welcher Heino? Meinen Sie etwa Heino, den großen Sänger? Der kommt leibhaftig hierher? Ja. Oh Gott, wie wunderbar. Ich bin nämlich einer seiner größten Fans. Den kann ich jetzt endlich persönlich kennenlernen. Nein, das können Sie nicht. Der Besuch ist rein privat. Hören Sie nicht auf den alten Schwartlappen. Der Heino, der freut sich ganz bestimmt, Sie kennenzulernen. Dann könnten wir ja sogar eventuell zusammen musizieren. Ja. Am besten, ich hole mir schnell meine Knarre. Ja. Anton, hat sie jetzt gesagt, sie holt eine Knarre? Ja. Ja, wieso hat sie denn eine Waffe dabei? Was sie irre ist, sie ist ein irrer Heino-Fan und sie will... Oh, die will den erschießen. Nein! Sie will ein Kind von ihm. Ja, was will Heino? Heino will natürlich nicht, deshalb holt sie ja die Knarre. Um Gottes Willen, Anton, ich rufe sofort die Polizei. Nein! Ach, keine Polizei, wir brauchen keine Polizei. Heino bringt die Polizei mit. Woher weißt du das? Ja, woher? Das hat er mir geschrieben. Auf der Postkarte. Willst du mal lesen? Nein, ich lese dir lieber vor. Pass auf. Lieber Anton, vielen Dank für deinen lieben Brief. Wenn ich in Köln bin, komme ich gerne bei dir vorbei. Werde zurzeit leider von einer Irren verfolgt, die ein Kind von mir will. Bringe deshalb meine Bodyguards und eine Spezialeinheit der Polizei mit. Viele liebe Grüße aus der Eifel. Heino. PS. Sag Wilma, sie soll nach Hause gehen, weil hier wird gleich scharf geschossen. Und dann steht alles auf der Karte. Heino hat eine kleine Schrift.
Also wolltest du mich deshalb loswerden? Ja, natürlich. Ich will doch nicht, dass dir was passiert. Ja, gut, wenn das so ist, dann packe ich besser meinen Koffer. Also eine gute Idee. Ach, was süß von dir, dass du dir solche Sorgen machst, mein Röckelchen. Anton, das klappt an dem Schnürchen. Jetzt bleibt nur noch die Knacke. Was willst du dir denn sagen? Ich ja nix, das machst du. Was soll ich dir denn sagen? Keine Ahnung, was, weiß ich nicht. Du sagst hier, Heine kommt nicht, weil Heine hat keine Lust. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, darauf trinke ich mir jetzt einen. So ein Mist hier ist er auch nicht. Wo ist er denn nur? Oh, Ferdi! Was willst du denn jetzt schon wieder hier? Ich hab meinen Kopf verloren! Moment, ich hole ihn da. Da! Und jetzt hau ab! Also, warum bist du denn so fies zu mir? Und hör mit der blöden Heulerei auf. Wenn ich die Knacker hier erwische, lande im Knast. Es tut mir leid, wenn du mich hast. Ich wollte doch nicht, dass der eine in meinem Fußball ertrinkt. Der ist doch nicht in deinem Fußball ertrunken. Der hat ja ein Wilmers Lutschbonbons überfressen. Ja, vielen Dank, ich will nichts essen. Aber ein Schnäppchen hätte ich gern. Und nicht aus deinem Glas, da bin ich fies vor. Doch nicht aus der Flasche. Schon ein anderes. Und hör mit der Heulerei auf. Wilma hat einen gekillt. Wilma? Aber Alter, Wilma macht doch sowas nicht. Da steckt bestimmt was anderes dahinter. Nee, das war nicht im Winter. Das war im März. Das war ein Scherz? Das war im März. Ich hatte gerade die roten Hosen gesetzt. Hast du dich an den Dosen verletzt? Ferdin, ich erkläre es dir jetzt zum allerletzten Mal. Wilma hat Heino gekillt. Im März, kurz nach der Aussaat der roten Rosen. Hast du das jetzt verstanden? Klar und deutlich. Die Wilma hat im März den Heino gekillt im Auftrag der Toten Hosen. Ich werd nicht mehr. Was hatten denn die Düsseldorfer gegen den Papagei? Welche Düsseldorfer? Ach, egal. Ich brauche jetzt auch einen Schnaps. Anton! Ach, da bist du ja. Ich kann die Knacke nicht finden. Ja, vielleicht ist sie ja ersoffen. Ferdi! Ferdi, hast du denn was getan? Ferdi! Hund! Er hätte einen dicken Bühl am Kopf. Heißt das etwa, der ist denn? Nee, den ist er nicht. Oh, schade. Er will hier keine nicht liegen bleiben. Komm, pack es mir da an. Mann, das ist schwer. Scheiße, die Knacker! Und jetzt? Hinter der Britz! Herr Roggendorf, was treiben Sie denn da? Ja, was treiben wir? Wir treiben Sport! Machen Sie doch mit, Frau Knacke! Jetzt möchte ich mal wissen, wer der Mann da ist. Das ist Johnny. Angie! Doch nicht er da. Der da, der da liegt. Da liegt einer? Ah! Wie kommt der denn dahin? Den haben Sie doch eben über den Zaun geworfen. Gemeinsam mit Ihrem Schwiegersohn. Mit wem? Na, mit mir, Anton, nicht mit deinem Schwiegersohn. Ah, ja, schlimm, schlimm.
schlimm, 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 schlimm. Also, Herr Rockendorf, Sie müssen wirklich dringend mal zum Arzt gehen. Mach ich, aber Sie müssen mitkommen, allein mit Spann. Ja, später vielleicht. Und jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, wie der Mann da ist. Ah, der Mann da? Der Mann da, das ist der Mann von Tante. Quatsch! Das ist bloß ein Badegast, dem ist schlecht geworden wegen der Hitze. Ja, der hat einen Sonnenstich. Ja, aber dann müssen wir dem Ärmsten doch helfen. Halt! Keinen Schritt weiter, sonst stecken Sie sich an. Ach, Unsinn. Ein Sonnenstich ist doch nicht ansteckend. Normalerweise nicht. Aber stimmt, Anton, Sie sollten auf ihn hören. Der kennt sich mit Krankheiten aus. Haben Sie mal Medizin studiert? Besser, ich war schon mal krank. U-Bahn? Und ich hab schon gedacht, unser letztes Stündlein hat geschlagen. Wollen Sie jetzt nicht ein Ründchen schwimmen? Fabelhafte Idee. Aber zuerst kümmere ich mich um den Mann mit dem Sonnenstich. Ich bitte dich, verlass mich nicht. Also, Herr Roggendorf, was soll denn das? Schaff ihn weg, Johnny. Bitte? Ich liebe dich, O'Conny. Oh, Herr Roggendorf. Sag Tönchen zu mir, mein Zuckerhöhnchen. Aber Tönchen, ist ja gerade erst passiert. Als ich dich in meinen Armen hielt, begann mein Blut zu rasen, mein Herz begann zu pochen. Eine leidenschaftliche Liebeserklärung hat mir noch nie jemand gemacht. Kein Wunder. Wie bitte? Du bist mein Plunderteilchen, ich liebe dich. Was ist denn los, Tönchen? Ich habe einen Nerv eingeklemmt. Ach, das macht nichts. Ich kann Yango Feng. Nee, ich will jetzt nichts essen und Chinesisch schon ja nicht. Das ist eine chinesische Massagetechnik. Was? Aber du müsstest dich irgendwo hinlegen. Am besten im Wohnwagen. Kein Problem, Tönchen. Gleich geht's dir besser. Anton! Ich hab Jerry gut versteckt. Anton! Bist du da? Anton! Tönchen, jetzt zieh die Hose auf! Das gibt's ja gar nicht! Anton, um die Knacke! Der Kerl ist ja von nichts fies! Du brauchst es Bewegung. Lauf doch ein Rünchen am Strand entlang. Du meinst? Aber glaub mir, Rosi, das hilft viel besser als Schnaps. Ich glaub dir, aber guck mal, die Oma da hinten winkt. Die oder kann die nicht schwimmen? Keine Angst, gute Frau. Ich komme. Da lässt der Anton sich von der Knacker befummeln. Wer lässt sich befummeln? Die Hummeln. Hummeln? Ja, das sind zwei Hummeln, die sind sich am Befummeln.
Quatsch, Rosi. Hummeln befummeln sich doch nicht. Wie nennt man das denn sonst bei denen? Keine Ahnung. Bestäuben vielleicht. Dann sind da zwei Hummeln, die sind sich am Bestäuben. Ah! Oh, das klingt ja furchtbar. Ja, so heißt es auch schon in der Bibel. Seid furchtbar und mehret euch. Das heißt fruchtbar, du Schatz. Aber die zwei Röschen Hummeln, die will ich mir jetzt mal angucken. Du, das nicht? Vielleicht stechen die dich, wenn du die beim Bestäuben stört. Quatsch, Rosi. Hummeln stechen doch nicht. Bist du das sicher? Ja klar, mit Hummeln kenn ich mich aus. Ah, das tut gut. Und die Röschen Hummel kennst du ja persönlich. Kneif mich mal. Aua, du Schaf! Da drin ist der Anton mit der Irren zu Jange. Welche Irre? Ja, die ein Kind von Heino will. Johnnys Mutter will ein Kind von Heino? Die Irre ist Johnnys Mutter? Ja, Johnnys Mutter, die Nonne. Eine Nonne? Das wird ja immer schöner. Treibt der jetzt eigentlich schon mit jeder, die nicht bei drei am Baum ist? Der fiese Fötsche Söhler. Nicht, dass ich wüsste. Aber wieso treibt der Tiere mit Anton, wenn die eigentliche Kind von Heino will? In ihrem Alter kannst du nicht mehr wählerisch sein. Und ein stummes Huhn. Ich bin extra hingekommen, um mich mit dem Anton zu versöhnen. Wirklich? Weiß der das denn schon? Nee, ich wollte richtig im Moment abpassen, aber dann ist ja jetzt vorbei. Vielleicht war das doch alles bloß ein Missverständnis. Klar, das war ein Missverständnis. Und der Dom steht in Düsseldorf. In Düsseldorf? Und wie heißt denn die große Kirche am Hauptbahnhof? Das hat gut getan, Frau Knacker. Ah. Frau Knacker, Frau Knacker, ihr war doch schon bei Dubai, Tötchen. Da kann ich mich ja nicht dran erinnern. Dann denk mal drüber nach, du kleiner leidenschaftlicher Knuddel. Hey, ich bin ein verheirateter Mann. Richtig. Und du solltest dich bald mit deiner Frau aussprechen. Hä? Und ich gehe ein Ründchen schwimmen. Ja, hoffentlich ersaufen sie. Bitte? Tralala, tralali. Gott, was bist du nur süß, du kleines Knuddelbärchen, du. Bis später dann. Bis später. Sag mal, Johnny, kannst du die nicht ersäufen? Wie jetzt, Anton? Jetzt steigst du mit ihr in die Kiste und jetzt muss ich sie entsorgen. Bin dann nicht mit ihr in die Kiste gestiegen. Sie hat mir den Rücken massiert. Du hast dir eine Liebeserklärung gemacht? Ja, damit du Pferde entsorgen kannst, du Schlaumeier. Wo hast du denn hingebracht? Ich hab den an den Strand gelegt, dann merkt das keiner. Und ich hab ihm sein Eisbier ausgezogen, sonst erstickt er noch. Wo willst du jetzt hin? Na, zu Knacke. Du hast doch gesagt, ich soll... Ach, das würdest du für mich tun. Ich danke dir, ich danke dir. Ach, Quatsch, Anton. Ich soll ihr doch sagen, dass der Heino nicht kommt. Nee, das nützt jetzt auch nichts mehr, weil dieses Jückli Radieschen auch auf mich geschmissen hat. Von mir? Ach, das weißt du ganz genau. Du meinst wohl, du kannst überall einen verstecken. Ja, sicher, wer weiß, wie lange noch geht. Und dann noch mit dieser Schwester nichts nutzt ihr. Tut mir leid, Johnny, mit dieser Mutter hast du bei mir keine Chance.
Na, die hab ich sowieso nicht. Sagt das nicht? Eigentlich bist du ja ganz süß. Vor allen Dingen dein Knackpopo. Den findest du süß? Sehr süß. Und deine schönen blauen Augen. Die findest du auch süß? Sehr süß. Und dein schöner, langer... Rosi, da sitzen Leute. Dein schöner, langer Hals. Den findest du auch süß? Sehr süß. Anton, hast du es gehört? Rosi findet mich süß. Aber das nutzt nichts, Schnubbelchen. Wenn du eine fiese Genetik von deiner Mutter geerbt hast. Ach, Rosi, die Knacke ist nicht meiner Mutter. Wie jetzt? Die ist überhaupt nicht mit mir verwandt. Ehrlich gesagt, das ist die Irre, die ein Kind von Heino will. Aber nein, Anton. Aber ja, Johnny. So was Ähnliches hatte Wilma auch gesagt. Ach, dann hat sie das schon mitgekriegt? Ja, sicher. Und dabei wollte sie sich gerade mit dir versöhnen. Hast du das gehört, Johnny? Ach. Die Frau kommt zu mir zurück. Im Gegenteil. Sie ist gerade dabei, den Koffer zu packen. Moment. Ja, was würdest du denn sagen, wenn du Wilma mit einem anderen Kerl im Bett erwischen würdest? Ja, aber ich bin doch ganz unschuldig. Jetzt sag bloß noch, die hat dich dazu gezwungen. Ja. Die hat eine Knarre. Eine Waffe? Ja, die hat sie mir unter der Nase gehalten. Und dich gezwungen, ja, sie zu bestäuben. Chefchen, ja, da bist du ja ganz unschuldig, ja, daran. Das musst du der Wilma sofort erzählen. Das muss ich Wilma sofort erzählen. Mein Gott, Johnny. Bin ich froh, dass die Knacker nicht deine Mutti ist. Und ich erst. Aber wieso hast du mir denn den ganzen Blödsinn überhaupt erzählt? Ich dachte, du kriegst sonst Angst vor ihr. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Johnny? Willst du mir vielleicht was sagen? Ja, Rosi, ich will dir was sagen. Aber das hab ich doch gerade gesagt. Was hast du gesagt? Dass du mir was sagen willst. Was will ich dir sagen? Moment, Schnubbelchen, das musst du doch jetzt selber wissen. Ja, ja, Rosi, natürlich, das weiß ich ja auch. Groß, ich will dir sagen, dass es sehr heiß heute ist. Sehr heiß. Das muss an der Hitze liegen. An was denn sonst? Na, manchmal liegt das an der Heizung. Aber nur, wenn man sie anmacht. Ach, Mensch, Schnubbelchen, nur trau dich doch mal. Du bist wirklich ein Weichei. Nein, Rosi, nein, will ich nicht. Du bist noch viel mehr als das. Du bist ein Blasenteetrinker. Ein Einschnittenfresser. Ein Anrainergucker. Und ein Schwachstrahlschnuller. Was schreien die denn ihren Verlobten so an? Das ist nicht mein Verlobter. Ach, haben Sie sich entlobt? Naja, ist ja auch kein Wunder, wenn Sie Ihren Erstgeborenen Fürzchen nennen wollen. Wie ich meinen Furz nenne, das geht Sie überhaupt nichts an wie Heino-Schlampe. Heino-Schlampe? Was fällt Ihnen denn ein, Sie bildungsferne Dschungelcamp-Guckerin? Bildungsfern? Sie nennen mich bildungsfern? Ja, das sind Sie doch auch, Sie sprechen ja nicht mehr richtiges Deutsch. Ich spreche besser Deutsch als wie Sie. Rosi, beruhige dich bitte. Ich soll mich beruhigen, wenn die mich am Beleidigen ist. Und wenn du eine Kerl wärst, dann was? Meinen Sie etwa, der legt sich mit mir an, der Spruchzwerg? Ich schwör,
Mein Gott, Johnny! So kenn ich dich ja, ja nicht. Ich mich auch nicht. Aber Sie werden mich jetzt kennenlernen. Sie zieh ich aus, bis aufs Hemd. Die Tage hier. Wagen Sie sich ja nicht, sich an meinem Johnny zu vergreifen. Sie machen's tolle Suppen ohne Sie. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wie Sie heißen. Hier mitten auf dem Platz, da hinten sind doch Klos. Ah! Ihren Namen will ich wissen. Ach so, sag ich das doch gleich. Ich bin der Onkel Hennes. Mein Gott, da stehen Sie hier in der Sonne rum? Ja, wo soll ich denn sonst stehen? Ich schau mal weg. Moment! Für Sie ist diese Hitze doch Gift. Sie fühlen sich sicher wohler, wenn es schneit oder schüttet. Oh ja, ich fühlte mich sehr zerrüttet, weil ich mir doch mal so schreckliche Vorwürfe gemacht habe. Vorwürfe? Weshalb? Ich hab doch geglaubt, ich hab den Heide umgebracht. Aber der ist doch noch ganz lebendig. Sie sagen es. Das quälte mich ständig. Ich meine, der ist doch gar nicht tot. Natürlich war ich in Not. Dabei habe ich den gar nicht umgebracht, das war diese Wilma. Wilma? Sie meinen Antons Frau? Genau, die gemeine Sau. Aber das kann doch gar nicht sein, Herr Schindler. Ich sag Ihnen doch, ich bin kein Schwindler. Aber sowas wüsste man doch, wenn das passiert. Natürlich hat die Geld kassiert. Von den Toten Hosen. Bitte? Die Toten Hosen. Sagen Sie das noch mal. Herr Gott, noch mal von den Toten Hosen. Hört ihr eigentlich schwer? Ah, ich verstehe. Ja, diese Düsseldorfer, die haben unseren armen Heino doch schon immer durch den Dreck gezogen, weil die neidisch sind auf seine glockenklare Stimme. Wo wollen Sie denn hin? Ich muss den Anton suchen. Hier gibt's Kuchen? Nicht Kuchen, suchen! Und Sie sollten mal Ihren Sonnenbrand kühlen. Am besten Sie nehmen ein Bad im Rhein. Sie sagen es. So rüber doch den Schein. Ich möchte gerne wissen, wo Anton diesen blöden Lottoschein gelassen hat. Ich kann das immer noch nicht fassen. Da wollte dich diese Irre also dazu ziehen. Ja, aber Gott sei Dank ist ja das Bett runtergeklappt. Gott sei Dank. Ja. Da kann ich ja jetzt beruhigt nach Hause fahren. Ich denke, du wolltest mit mir versöhnen. Wer seid denn Sie jetzt? Rosi. Ja, die Hochbegabung kann man nichts für sich behalten. Ja, was ist denn jetzt? Willst du oder willst du nicht? Vielleicht. Ich habe in letzter Zeit so oft kalte Füße. Ja, weil ich sie dir nicht mehr wärme. Ich habe mir so ja schon Heizkissen gekauft. Wenn dir das reicht. Ne, das reicht mir eben nicht. Es gibt gewisse Dinge, die kann ein Heizkissen einfach nicht. Als da wären. Oh, Frau Roggendorf, das ist ja Schweinskram. Ach, Anton. Ohne mein Jeckestönchen kam ich mir irgendwie halb vor, wie eine halbe Hahn ohne Räubelchen. Oder. Würstchen ohne Kartoffelsalat. Ja, Kartoffelsalat? Ich muss ja noch Kartoffelsalat machen, bevor der Heino kommt. Und du hast keine Gürkchen mehr. Gürkchen geht im Sparkopf. Ja, da spring ich da schnell hin. Ja, aber da geht es nicht zum Sparkopf. Ja, weiß ich doch, Anton. Aber ich will erst das Vögelchen beerdigen. Wie sieht das aus, wenn der Heino kommt und hier liegen tote Vögel rum? Nein, das sieht nicht gut aus.
Ach, da bist du ja, mein Tönchen. Gott, bin ich froh, dass du noch lebst. Das kann ich von Ihnen nicht behaupten. Da wollen Sie jetzt sicher gehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Und du, mein Ärmster, du musst jetzt ganz, 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 ganz stark sein. Hä? Weil dein armer, alter Freund Heino heute dich nämlich nicht besuchen kommt. Ach, das wissen Sie schon, wunderbar. Können Sie direkt wieder gehen. Dankeschön, nein, Wiederschauen. Nein, nein, absolut nicht. Ich kann dich doch nicht in deinem Kummer alleine lassen. Wieso habe ich denn jetzt Kummer? Weil dein guter Freund Heino ermordet wurde. Was? Heino ermordet? Um Gottes Willen, welcher niederträchtige Mensch tut dem netten Kerl denn sowas an? Deine Frau. Ja, na klar, meine Frau. Meine Frau? Wilma? Du erinnerst dich? Das ist doch Blödsinn. Wilma käme doch nie auf die Idee. Ihre Idee war es ja auch nicht. Sie hat Heino im Auftrag der Toten Hosen gekillt. Ja? Wer erzählt denn so'n Quatsch? Na, dieser Hennes. Der Jaisbock. Unsinn, Anton. Onkel Hennes, dein Schwager. Aber den jibbelt doch ja nicht. Wie? Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ferdi, dieser Idiot. Bitte? Ich wollte sagen, Heino ist ja gar nicht tot. Der Onkel Hennes hat einen Scherz gemacht. Ach, das ist aber ein dummer Scherz. Ja, Hennes macht immer dumme Scherze. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Irre ist ja immer noch da. Was fällt dir denn ein? Anton, ich hab das Vögel schon hinten begraben, direkt neben deinem Heino. Sehr gut, sehr gut. Und du, Sisa, sonst kriegst du mit mir zu tun. Neben Heino. Von wegen Scherz. Die hat Heino wirklich umgebracht. Aber. Kein Aber, Anton. Die hat's jetzt auch noch auf mich abgesehen. Anton, wir müssen jetzt sofort die Polizei rufen. Nein, 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 wir brauchen keine Polizei. Das ist ja nicht nötig. Hönchen, so leid es mir tut, du musst jetzt den Tatsachen ins Auge blicken. Deine Frau ist eine Mörderin. Ist sie nicht, mein Gott, wie soll ich Ihnen das erklären? Erklär's mir später. Wir holen jetzt erstmal die Polizei. Nein, Gott, ich will keine Polizei, keine Polizei. Wenn die Polizei sieht, dann läuft sie vielleicht amok. Amok? Ja, hinter Ihnen war doch auch schon her. Am besten ist, Sie gehen sofort nach Hause. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich lass dich doch nicht mit einer Mörderin allein. Dann müssen Sie sich verstecken. Verstecken, am besten hinter den Toiletten. Gute Idee, Anton. Und was machst du? Ich rufe ein Spezialeinsatzkommando. Genau, ein Spezialeinsatzkommando, das auf Spezialeinsätze spezialisiert ist. Ja. Bring dich nicht in Gefahr. Was mache ich jetzt bloß? Nee, aber jetzt denkt sie, Wilma hätte Heino gekillt. Na, rein Sie doch auf! Nicht den Papayai, den richtigen Heino. Wie kommt sie denn auf den Blödsinn? Den hat der Ferdi erzählt. Schon gut, Chefchen. Das Schnubbelchen hat mir die ganze Geschichte gebeichtet. Und genau das solltest du auch tun. Sag der Knacke die Wahrheit, dann sind wir sie los. Ja. Und dann kann Rudi dich die nächsten 2 Jahre im Knast besuchen. Bist du hier geschnubbelt? Nee, wir müssen der Knacker klar machen, dass Heino noch lebt. Wenn es weiter nichts ist, der kommt dich doch gleich besuchen. Ach, hab ich da Aufregung ja nicht mehr dran gedacht. Schöpfchen, ich glaube, der Heino kommt ja nicht. Ja, sicher kommt, der hat mir doch geschrieben. Chef, das war ich. Hä? Auch weil der Heino sich so lange nicht gemeldet hat. Und jetzt? Jetzt brauchen wir eine gute Idee. Ich glaube, ich hab eine. Du, das sollt mich wundern. Wieso? Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn. Anton, ich verkauf dir aber da auch keine Gurkchen. Anton, bist du da drin? In den Toiletten stinkt es so. Tönchen, bist du da? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Ja schon, ich dachte nur, ich wollte mich so schnell von ihrem Mann verabschieden. Den siehst du in deinem ganzen Leben nicht wieder. Oh Gott, haben Sie sich jetzt auch an meinem Tönchen vergriffen?
Ihrem Tönchen, aber hast den Knall nicht gehört, dann ist immer noch mein Tönchen. Von wegen. Kurz vor seinem schrecklichen Ende hat er mir noch seine Liebe gestanden. Schreckliches Ende hast du ihm auch was angetan. Wieso ich? Sie sind doch hier die Mörderin. Ich, den soll ich ihn umgebracht haben. Wen wohl? Heino. Mein Gott, jetzt macht er nicht so die Tönchen in so einem alten, krächzenden Papayei. Wie reden Sie denn über Deutschlands größten Sänger? Deutschlands größter Sänger. Das ist alles nur ein Missverständnis. Genau, weil der Heino nämlich noch lebt. Ja, sicher lebt er noch. Wir kommen uns ja gleich besuchen. Irrtum, Wilma, der ist schon da. Schon da? Wo ist er denn? Tada! Leider nicht. Der arme Mann hat leider eine Kohlenkopfentzündung. Kehlkopfschnuppelchen. Deshalb kann er nicht sprechen und erst recht nicht singen. Ja, dann singen wir ihm eben was. Schwarzbraun ist die Rattenputz. Schwarzbraun bin auch ich. Wie siehst du denn aus? Ich weiß, ich muss aus der Sonne raus. Aber erst muss ich ihn begrüßen. Mein Heino, was freu ich mich, dich... Alter, erkennst du mich denn gar nicht? Ich bin's doch, dein Ferdi. Ferdi? Sie sind doch Onkel Hennes. Unsinn, das ist Ferdi, Ferdi Fischer. Das heißt, Sie sind gar nicht tot? Nicht, dass ich wüsste. Interessant, dann handelt es sich hier um Versicherungsbetrug. Da stecken sicher Sie dahinter, Sie kriminelle Subjekte. Mein Schnubbelchen ist kein Subjekt. Ihr Schnubbelchen können Sie demnächst im Gefängnis besuchen. Frau Knacker, ist da alles ganz anders. Anton, dann bist du ja gar nicht Heino. Nee, ich bin in einer wirtschaftlichen Notlage und habe Johnny gebeten, mir aus dem Schlamassel zu helfen. Aber eigentlich ist es Stadt Köln Schuss. Das sagen sie alle. Ich fürchte die ganze Wisch. Ah, dann schadet der Irren überhaupt nichts. Das ist keine Irre, das ist Frau Knacker von der Laverna-Versicherung. Wenn die jetzt hin ist, dann landen Johnny und ich die nächsten 20 Jahre im Knast. Oh, oh Gott, mein Kopf. Sind Sie wieder bei uns? Hallo? Wo bin ich denn? Auf dem Campingplatz. Was mache ich denn hier? Wissen Sie das ja nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Sie wollten hier ein Röntchen schwimmen. Schwimmen? Gute Idee. Anton, wunderbar. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Dann sind alle unsere Probleme gelöst. Von wegen, das Geld von der Versicherung kann man vergessen. Aua! Entschuldigung, Lorenz. Wie wunderbar, der Lotterschein ist da. Anton, wir haben nämlich vier Richtige. Ja, stimmt das überhaupt? Ja, sicher stimmt das. 18, 20, 22, 23, 24, 27. Das sind die Gewinnzahlen. Und vier davon haben wir. Sag das nochmal. Und vier davon haben wir. Die Zahlen. 18, 20, 22, 23, 24, 27. Nee, ihr habt kein Vierer. Ach, Menno. Ihr habt sechs Richtige. Was? Ja, sechs Richtige? Anton, damit kannst du den neuen Platz an der Adel locker pachten. Was das pachten? Den kannst du kaufen. Und ich hab gedacht, wir müssen den Rest unseres Lebens im Knast verbringen. Ach, gute Idee, Anton. Was wollen wir denn singen? Komm, lass dich doch mal von der Vergangenheit.